mich hier mal entschuldigen wegen Effektivitätsmangel. Ich bin in der letzten Folge gestorben. Das darf nicht sein, als zukünftiger Halbkommander Jax. Das Sagen wird nicht toleriert. Deswegen werden wir auch gleich einmal unsere Rüstung und unsere Alp-Karriere weiter leveln und mastern. Mastern, Sturm. Es ist Verhalten zu sterben. Kann nicht aufrechterhalten werden. Oh, wo ist die Mission? Nein. Bevor mich jeder wieder anquatscht. Ja, dann. Da ist der Auftrag. Auch nicht effektiv genug. Okay. Ich habe gerade Chili gegessen, deswegen grinnt mir die Nase so. Oder nicht grinnt. Es zieht einfach hoch in die Nase das Chili noch rein. Wir haben Frank dabei. Ja, fast, wir haben Frank dabei. Dann können wir uns den Alp-Commander-Tätigkeiten widmen und unsere Rüstung verbessern, dass wir nicht so schnell wieder sterben, wenn wir da drüben herumgumpfen. Ich dieses Spiel nochmal. Das ist nicht die Waffe, die ich dachte, dass ich die... Oh, früher Fallout gespielt. Mein englisches permanent Let's Play. Deswegen muss ich mal wieder die Tastatur checken lernen. War da nicht Fox damals? Ey, wer bist du? Ja, sehr unauffällig mit der Glatze und der weißen Hautfarbe. Ah, da bist du ja endlich. Ich habe bereits auf dich gewartet. Arzog hat mir eine Nachricht zukommen lassen, dass er mir Verstärkung schickt. Ich nehme an, das bist du. Nur das Beste als Verstärkung. Richtig. Er hat mich hergeschickt, weil ich diese Gegend von früher kenne. Sehr gut. Dann kannst du mir sicher mit meinem Auftrag helfen. Wovon redest du da? Commander Arzog sagte, ich soll auf jemanden namens Jax warten. Bist du das nicht? That's me. Doch. Er meinte, es wäre dein letzter Auftrag als Scout. Also, bist du jetzt hier, um mir bei meinem Auftrag zu helfen oder nicht? Yes. Um was geht es bei deinem Auftrag? Da Arzog dich geschickt hat, gehe ich davon aus, dass du vertrauenswürdig bist. Meine Mission ist es, mehr über die Macht der Berserker herauszufinden. Um genau zu sein, über ihr Mana. Es gleicht dem Elex, aber es ist doch etwas völlig anderes. Die Berserker expandieren so stark, da können wir es uns nicht leisten, die Quelle ihrer Macht nicht zu kennen. Und was genau willst du über das Mana wissen? Alles, was es zu wissen gibt. Jetzt, wo wir Alps mehr mit unseren Emotionen experimentieren, könnte das Mana der Berserker vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Ich habe gehofft, dass ich mich als Berserker verkleidet bei ihnen einschleichen kann. Im Optimalfall hätte ich eine Tätigkeit als einer ihrer Setzer oder vielleicht als Gehilfe an ihrer Mana-Verarbeitung. Ja. Mana mit Elex mischen, doppelte Effizienz. Verstehe. Wenn du als Setzer arbeiten willst, solltest du mal mit Thorhild sprechen. Ich habe bereits in Erfahrung gebracht, dass sie für die Setzlinge zuständig ist. Leider hat sie mir nicht getraut und gesagt, ich solle den Wald von Unkraut befreien, wenn ich mich so gerne mit Pflanzen beschäftige. Ich nehme an, das war eine Art Beleidigung. Ich habe mich also bedankt und sie dann nicht weiter gestört. Hier draußen eine Arbeit zu finden ist also keine Option. Ich muss in das Vorhineingelassen werden. Und genau deswegen bist du hier. Ich brauche einen Ortskundigen, der dafür sorgt, dass ich Zugang zum Fort bekomme und mir hilft, dort eine Arbeit zu finden. Die Leute hier sind alle sehr emotional. Mir fällt es extrem schwer, darauf zu reagieren. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gut, ich habe auch bereits eine Idee, wie du mich ins Fort bringen könntest. Ja. Und wie sieht die aus? Ich werde mich außerhalb der Reichweite der Torwachen positionieren, während du zu ihnen gehst. Dann wirst du ihnen sagen, dass gleich jemand kommen wird, um zu beweisen, dass er es wert ist, ins Fort gelassen zu werden.
Als nächstes gibst du mir ein Signal und ich werde einen der beiden Torwachen über mehrere hundert Meter erschießen. Das sollte ihnen meine Effizienz beweisen. Oh nein. Nein. Oh. Das ist eine wirklich beschissene Idee. Wieso denkst du das? Ich bin ein sehr guter Schütze. Wir müssen es ihnen nur beweisen. Ich bin der effizienteste Scout im Depot. Wir müssen die Berserker nur dazu kriegen, das auch zu sehen. Ich bekomme nicht umsonst so eine hohe Elix-Ration zugeteilt. Das erklärt einiges. Ich höre heraus, dass du denkst, dass mein Plan nicht funktionieren wird. So könnte man es auch sagen. Aber genau deswegen bist du ja hier. Wie denkst du, sollten wir vorgehen? Teleportieren einfach ran. Ich denke, ich gehe besser alleine zum Tor und rede erstmal mit den Wachen. Gut, ich werde weiterhin hier auf dich warten. Natürlich. Nur in dieser Zone. Nur in dieser Zone muss man die ganze Zeit hin und her laufen. Werden wahrscheinlich Foxy auch noch irgendwo treffen. Ich erinnere mich gerade. Ein Freund von mir hat erzählt, dass du ihn nicht ins Vorgelassen hast. Ich lasse viele Leute nicht rein. Keine Ahnung, wer dein Freund sein soll. Ich glaube, ich weiß, wen er meint. Hier war doch so ein Typ. Der sah so ein bisschen krank aus. Ach, den meinst du? Ich habe gedacht, er sieht aus wie ein Stim-Abhängiger. Solche Leute können wir hier nicht gebrauchen. Und der Typ ist ein Freund von dir? Kannst du mir garantieren, dass er hier keinen Ärger machen wird? Nein! Oh, ich hätte das wahrscheinlich hochleveln können, genau jetzt. Oh. Mehr als mein Wort kann ich dir nicht geben. Weißt du was? Ich mache dir ein Angebot. Bring ihn erstmal her. Ich will mir selbst nochmal ein Bild von ihm machen. Alles klar, ich hol ihn. Oh. Gott! Effizienzmangel. Effizienzmangel schon wieder. Geh weiter. Oh. Oh. Oh, der Effizienzmangel. Ich sollte gleich zurück ins Depot gehen und mich erschießen lassen. Oh. Oh. Ich glaube, ich muss Überstunden machen jetzt. Ich bin kein guter Alp-Commander. Das locker machen können. Schon längst. Jetzt muss ich hin und her rennen. Verdammt. Die Rissenheit fehlt mir. Oh. Komm mit, die. Du konntest sie also überzeugen. Sehr gut. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Geh voran. Ich folge dir. Oh. Jetzt einfach Nebenmissionen. Vielleicht ist er wirklich ein guter Schütze. Andere Nebenmissionen meine ich. Dass wir einen Follower dabei haben, der nichts macht, außer uns zu folgen. Ich sehe das Elex. Sehnen tue ich es auch. Scheiße. Ich weiß nicht. Was? Das Elex ist gut für dich. Oh, das hat nicht funktioniert. Mehr Treibstoff braucht man. Ah. Oh, nicht versagen, diesmal Jacks, bitte. Nein, ich habe ja versagt, aber. Da seid ihr ja. Warte einen Augenblick, ich werde noch mal mit deinem Freund reden. Du da, komm mal her. Wo kommst du überhaupt her? Ich bin ein Schutzsuchender. Das ist mir schon klar, aber vor was suchst du welchen? Wovor ich... Ich suche Schutz vor... den Alps. Ja, genau, die Alps, die jagen mich. So, so. Oh.
Lass ihn einfach rein, Garda. Wenn er vor den Alps geflohen ist, kann er nicht so ein schlechter Kerl sein. Wie sagt mir, dass du nicht einfach einer dieser Stim-abhängigen Irren bist, die ab und zu mal vorbeikommen? Du weißt, dass die Outlaws seit Jahren nicht mehr hier wohnen, oder? Stims bekommst du hier keine. Dessen bin ich mir bewusst. Ihr seid die Berserker. Ein unterentwickeltes Volk von Abergläubischen, die... Wie hast du uns gerade genannt? Reg dich nicht auf. Der hat eindeutig einen geistigen Schaden. Hör doch mal, wie der spricht. Sei nicht so hart zu ihm. Es war nicht meine Absicht, die Herren zu beleidigen. Okay, lassen wir das. Du bist zwar ein bisschen komisch, aber da bist du hier nicht der Einzige. Na gut, ich will euch durchlassen. Aber ich warne dich nur einmal. Machst du hier Ärger? War's das mit dir, klar? Ich bin bereits davon ausgegangen, dass ich exekutiert werde, wenn ich einen Fehler mache. Ich bin mit den Bedingungen einverstanden. Na dann, geh mal durch. So ein Spinner. Ist aber Spinner. Der Striker raucht einfach mal einer. Ja, was hier mal Outlaw. Alles klar. Ich glaube, ein Danke ist an dieser Stelle angebracht. Ich werde wohl noch ein wenig brauchen, mich an die Art der Kommunikation zu gewöhnen, die hier vorherrscht. Scheint ganz so. Der erste Teil des Plans wäre geschafft. Als nächstes brauche ich eine Arbeit. Wir sollten den Commander finden, der hier für alles verantwortlich ist. Fenris ist hier für alles verantwortlich. Du solltest ihn nach einer Arbeit fragen. Das machst wohl besser du. Denk dran, ich werde Azog erst berichten, dass du deine Aufgabe erledigt hast, wenn ich zufrieden mit deiner Arbeit bin. Also, zögere nicht und besorge mir eine Arbeit, bei der ich mit möglichst viel Mana in Kontakt komme. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Wir haben doch gar keine Geschäfte gemacht. Oh, was war das? Ich hab gar nicht gewusst, dass man sowas machen kann. Oh, cool. Das hätte ich eigentlich wissen sollen. Schatz! Hab wieder Frank mitgebracht und nicht mehr Styronyra. Lass uns später reden. Ignoriert mich noch immer. Ich schlafe schon auf der Couch. Ist okay. In der Decke hier. Zeit viel mehr Treibstoff zu investieren. Sehr cool. Ein Freund von mir sucht Arbeit. Hier gibt es mehr als genug zu tun. Was hat dein Freund denn für Fähigkeiten? Oh, das wird für ein Mana-Schreiben passen, oder? Ach, ich weiß nicht. Oh, fürs Grobe ist nicht Mana-Schreiben normal. Technik. Was er kann? Soziale Inkompetenz sein, das kann er ziemlich gut. Davon haben wir hier einige. Was für eine Arbeit hat er sich denn so vorgestellt? Irgendwas mit Mana. Das kann er vergessen. An unser Mana kommen nur unsere besten Heiler. Er wird sich schon mit einem unwichtigeren Job zufrieden geben müssen, bis er sich bewiesen hat. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich kann ihn, glaube ich, nicht gebrauchen. Vielleicht fragst du mal bei Tilas, Lasse oder Chloe nach. Vielleicht kann er bei ihnen putzen oder sowas. Ich glaube nicht, dass er zufrieden damit wäre, verschüttetes Bier aufzuwischen. Das ist nicht mein Problem. Jeder hier muss einmal klein anfangen. Sprich mal mit den dreien. Mehr kann ich dir dabei nicht helfen. Oh, war ich ja. Hui. So, schon sind wir bei Tilas. Ey, was geht, Mann?
Ich suche Arbeit für einen Freund. Ist dein Freund denn bewandert in den Künsten der Alchemie und der Phytologie? Nicht, dass ich wüsste. Dann braucht er gar nicht erst herkommen. Hast du keine andere Aufgabe für ihn? Ich könnte hier höchstens eine Haushälterin gebrauchen. Ich habe es bis jetzt vermieden, hier jemanden einzustellen, weil ich niemanden gebrauchen kann, der meine Ordnung durcheinander bringt. Alles hier hat seinen festen Platz und folgt einem System. Ich will niemanden, der selbstständig denkt, verstehst du? Ich brauche jemanden, der nur das tut, was ihm gesagt wird. Und zwar exakt so, wie es ihm gesagt wird. Denkst du, er bekommt das hin? Ich ja. Es ist vermutlich eh besser, wenn ihm jemand sagt, was er tun darf und was nicht. Das klingt schon mal vielversprechend. Was soll das denn kosten, den hier putzen zu lassen? Ich bin sicher, er wird auch umsonst arbeiten. Ah, sehr schön. Die Arbeitsmoral gefällt mir. Dann schick ihn her. Er kann sofort anfangen. Oh. Oh. Die Mission gewählt, wo ich am meisten Effektivitätsmangel aufweisen kann. Das ist klasse noch. Ach, oh, nichts. Okay. Oh je. Yeah. Hui. Was kann man? Ich habe es geschafft. Du hast eine Arbeitsstelle bei dem Heiler Tilas. Ah, sehr gut. Ich werde mich dort bestimmt nützlich machen können. Die Berserker werden schon bald merken, dass meine chemischen Künste um einiges ausgefeilter sind als ihre Magie. Ich werde direkt anfangen, mich mit Tilas über seine Arbeitsweise zu unterhalten und ihm sagen, was wir anders machen sollten, um effizienter zu sein. Oje. Was genau werden denn meine Aufgaben bei ihm sein? Botanische Untersuchungen durchführen? Mana-Experimente leiten? Putzen. Was? Er stellt dich als Putzkraft ein. Nimm es oder lass es. Eine Vergeudung meiner Fähigkeiten. Aber gut. Irgendwelche Tipps, bevor ich zu ihm gehe? Widersprich ihm nicht und tu, was er sagt. Gut, ich werde das berücksichtigen. Dann sehe ich hiermit deine Aufgabe als erledigt an. Ich werde Azog berichten, dass du mir geholfen hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird er dich zu einem Trooper machen, wenn du mit dieser Aufgabe fertig bist? Ich glaube schon. Gut, dann solltest du keine Zeit verschwenden. Melde dich wieder bei Azog. Von hier an komme ich alleine zurecht. Danke für deine Hilfe. Will noch wer doch meine Unterhaltung durchlaufen? Nein. Okay, dann halt nicht. Oh, es war nicht sehr effektiv. Es war effizient, aber nicht sehr effektiv. Auf keinen Fall. Oh je. Yeah. Oh. Nein. Effektivität schaut anders aus. Hui. Nicht, dass er ganz zufrieden mit mir sein wird. Ah, jetzt kommt das Chili. Das Chili wieder. Oh. Das war unnötig. Ich sollte es nicht zu sehr übertreiben. What's up, ey, sagt mein Mann. Ich habe Varkis geholfen. Bin ich jetzt bereit, zu einem Trooper ernannt zu werden? Ich habe bereits Nachricht erhalten, dass Varkis mit deiner Arbeit zufrieden war. Auch wenn er seine neue Aufgabe suboptimal findet. Aber du hast alles erledigt, was ich dir aufgetragen habe. Also ja, du bist bereit, zum Trooper aufzusteigen. Wenn du das wünschst. Natürlich. Ich bin bereit. Ernenne mich zum Trooper.
Gut, dann sei es so. Wenn du dich als Trooper beweist, werde ich dir vielleicht einen alten Rang als Commander zurückgeben. Aber bis es soweit ist, genießt du als Trooper einige Privilegien. Du hast nun Zugang zu Waren der Klasse 2. Dies umschließt unter anderem auch eine neue Rüstung. Melde dich bei Askill im Rechen- und Forschungszentrum, wenn du einsehen willst, was du nun alles erwerben darfst. Abgesehen davon nehme ich an, du hast Fragen über deinen neuen Rang. Was sind meine Pflichten als Trooper? Dazu kommen wir gleich. Zunächst muss ich dich auf den Stand der Dinge bringen. Nach dem Anschlag auf unser Silo musste ich Maßnahmen ergreifen. Unser Informationsdefizit ist inakzeptabel. Ich habe daher etwaige Kampfgruppen an die Landesgrenzen entsandt. Sie sollen ein Frühwarnsystem bilden und offene Flanken in unserer Verteidigung schließen. Und welche Rolle soll ich übernehmen? Die Meldungen aus dem Grenzgebiet von Karakis bleiben aus. Aber das ist es nicht, was mich beunruhigt. Die Scouts, die auf meinen Befehl dorthin verlegt wurden, sind alle mit einem Tracker versehen worden. Was wir an Signalen bekommen haben, lässt kaum Interpretationen zu. Die Hälfte der Einheit ist verstorben, die andere verschollen. Ich will eine Antwort auf ihren Verbleib. Bring sie mir. Wegen der Scouts. Status? Gib mir ihre letzten Koordinaten. Natürlich. Ich synchronisiere die Daten mit deinem Adjutor. Dein Ziel ist ein altes Fabrikgelände im Südosten. Bring deine Bewaffnung auf jeden Fall auf Vordermann. Je besser du vorbereitet bist, umso eher wirst du in der Lage sein, entsprechend zu reagieren. Fantastisch. Ja, das freuen wir uns alle. Warte mal, folgt nicht noch was hier? Mensch. Nicht mehr Struppers, Lernmaterial. Lernmaterial. Habe ich überhaupt Geld, dass ich mir was kaufe? Oh, ich werde mir die Rüstung nicht mal leisten können, ich sehe es jetzt schon. Langsam kriege ich den Dreher raus. Ja. Wir bewegen uns mit mehr Effizienz. Oh, ich werde mir die Rüstung nicht leisten können. Ich habe nicht wirklich... Da bist du ja. Ich habe dich bereits erwartet. Deine Kaufberechtigung wurde angehoben. Du hast nun die Erlaubnis, Waren der Klasse 2 bei mir zu erwerben. Frag mich einfach, sobald du Einblick in die Lagerbestände haben möchtest. Hat einfach Cora unterbrochen. Geht es wieder um die Obduktion der Rottmolch-Innereien? Ich konnte die andere Hälfte leider nicht mehr retten. Wer auch immer sie entnommen hat, war äußerst grob dabei. Nein, darum geht es nicht. Die Innereien haben für meinen Unterricht gereicht. Ich brauche eine Einschätzung von dir. Ich habe einige Köder mit dem Kontrastmittel B35-2 versetzt und an einige Häscher verfüttern lassen. B35-2? Für welches Körperteil ist das nochmal? Es soll die Amygdala der Häscher hervorheben, damit wir sie besser erkennen können, wenn wir ihre Gehirne im Unterricht untersuchen. Ach so, für das limbische System. Ja, verstehe. Was genau ist deine Frage? Wie lange braucht das Kontrastmittel nach der Aufnahme, um sich in der Amygdala auszubreiten? Ja, ich sehe dein Problem. Gib mir ein paar Stunden. Ich werde ein paar Simulationen laufen lassen. Ich schicke dir eine Nachricht auf deinen Adjutor, sobald ich mehr weiß. Danke, ich gehe dann wieder zurück. Gut. Ich kümmere mich drum, sobald die aktuell laufende Simulation fertig ist. Cora. Sollte Cora nicht hier sein? Ja. Okay, hat nichts zu sagen. Und schauen wir mal, wie sehr wir uns die Rüstung nicht leisten können. Zeig mir, was ich mit meinem Rang alles kaufen kann. Bitte sehr. Nein, kann ich mir nicht lassen. Oh, Mist. Oh,
Die Hose kann ich mir leisten. Ach, dann gehen wir mal die Hose kaufen. Yay. Neue Hose. Cool. Das passt nicht zusammen. Oh, wir wachsen ein bisschen in der Episode. Ach, ich mache noch eine Mission. Noch eine Mission und dann gehe ich verkaufen. Vielleicht schaffe ich es bis dorthin. Wo sind die Kleriker? Des Feindes. Schienen außer Kontrolle. Das machen wir. Die Kleriker wieder mal retten. Natürlich, was sonst. Da wird sich Frank freuen, wenn wir das machen. Vielleicht kriegen wir dafür hoffenweise Geld. Speichern. Oben Moni haben wir, sehr gut. Wow, netter Jump. Wow. Oi. Also noch ein Viech. Ich hab meinen Lebenssaft reingezogen. Was ist das Ding? Eieiei. Ich hab nicht damit gerechnet, so das. Wieder mal. Oh je. Dunkles Elex. Was für ein böser Herrscher. Okay, wir haben diese Viecher mal ausgeschaltet. Erste Bedrohung gemeistert. Dann die nächste Bedrohung wird angegangen. Weit weg das Ding. Da ist doch die kleine neben. Das war's mit der Maschine. Das Teil kommt her. Oh, die starken Schläge machen fast gar nichts. Wir haben mehr Elektrizität, das sind mehr Schläge anscheinend eh besser. Ich glaube auch nicht, dass die stärkeren Schläge bessere Elektrizitätsschaden machen. Die Waffe. Aufschwert. Haben wir da Schutzmann? Nee. Das Ding. Ich greife an. Finde ich gut. Wieder Schaden. Und schießt auf mich, das gefällt mir nicht. So. Okay, da und Krone. Hat er mit Krone. Oh, mein Leben. Eine Granate werfen. So, das haben wir, die fetten Fights. Okay. Gerade mal bei der Hälfte da drin. Schaffen wir wieder mit dem Schwert. Wenn ich da angreife. Busch ist im Weg. Vielleicht gut fahren. Den Gift kann ich mir eigentlich ausstellen.
Du bist elektrisiert. Na, triffst du mich trotzdem. Wieder wer? Ich sehe ja nichts. Warum fight ich genau im Busch drin? Lash das Ding down. Scheiße. Ja, gut. Mal gleich mal Essen einstellen. Unten. Was haben wir viel? Wir haben normal immer genug Fleisch mit. Großes Fleisch. Oh, da 107. Die Steams nehme ich hier fast nie. Ah, sehr gut. Nicht gestorben, ganz wichtig. Ganz kann ich meine Effizienz auch nicht sinken lassen. Effektivität und Effizienz. Ich habe tief gelootet, dann können wir weitermachen. Der chillt da. Gute Arbeit. Ich habe dieses Ding schon zu Tode gestunt. Ja, nice. Ah, schaut gut aus. Das Konzept der Vergänglichkeit ist eine Erfahrung, mit der ich meine Schwierigkeiten habe. Ist wirklich außer Kontrolle, die Kampfmaschine. Die wandert einfach ganz normal und entspannt herum. Und elektrisiert. Mit diesen Maschinen der Kleriker stimmt etwas nicht. Ich muss mich unbedingt mit Crony U4 beraten. Wirklich? Er hat einen besseren Draht zu diesen Dingern als ich. Ist nicht den Kleriker etwas sagen? Rede weiter. Existenz ist ein Zustand, den ich mir nicht erklären kann. Da bist du nicht der Einzige. Immerhin, das stimmt mich positiv. Das nicht, ich glaube, wir sollten den Lehrer noch mal Bescheid geben. Ist nicht Frank. Achtung, Gegner. Sehr effektiv. Guter Mann. Dann haben wir noch den letzten Schuldmann aus, der. Ich sterne dann gleich. Ich bin direkt hinter dir. Ja, machst du. Solange du nicht hinter mir kommst. Was haben wir hier? Schaut nach Loot aus. Ein bisschen ein dunkles Ele. Vielleicht mal rausfinden, was ich mit dem Zeug mache. Ja, schatzsüchtig machen das Zeug. Aber vielleicht verwandelt es mich schneller. Vega. Was habe ich hier für ein Schwert? Ein Schwert. Totenkopf. Toten. Häscher da unten. Das ist ein Trank. Schlafen für Leben. Ich greife an. So. Gut. Dann wollen Sie, dass ich mit Crony rede? Das nicht. Wollen die gar nicht wissen, dass ich Ihnen gerade geholfen habe? Gehen wir mal reinschauen zu den Klerikern. Die haben wahrscheinlich keine Ahnung, was gerade abgegangen ist. Okay,
ich da wieder durchgesegelt bin. Oh. Das ist unter Kontrolle, das Ding. Hey, willst du dich verantworten? Danke nochmal für deine Hilfe. Nein, will er nicht. Aber was Heinrich sagt. Theoretisch hat er gemeint, dass ich den Alps beitrete, dass ich ihn beitreten kann. So in die Richtung. Erweise mir Respekt. Und du sollst den meinen bekommen. Nein, er meint nicht, dass ich beitreten kann. Wow. Vielleicht habe ich nur als Scout beitreten können. Was sagst du? Und jetzt? Hast du noch was zu sagen? Los. Nein, hat er nicht. Wir schlagen mich fast. Okay. Episode vorbei. Ich will gleichmäßige Bewegungen sehen. Keine Lücken im Ablauf. Routine ist alles. Vergib uns, oh Schöpfer. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, ich habe die Glitches gefunden. Da sind sie wieder. Ah. Die Sonne glitscht wieder rein in die Räume. Ah, schaut gut aus. Schaut gut aus. Was da wieder abgeht. Was geht, Mädel? Du bist in Ordnung. Danke. Episode vorbei.